Bei VoxPop geht's weiter mit dem Grundeinkommen als Ausweg aus der Krise. Und Gaspar König, Gründer des Thinktanks Generation Libre. Gleicher Lohn für alle. Unser Thema der Woche. In diesem sozialen Brennpunkt im 20. Arrondissement von Paris treffe ich junge Leute, die die Arbeit neu erfinden. Durch das erste Gebäude gelange ich in den Innenhof, an dessen Ende eine alte Werkstatt in Gemeinschaftsbüros umgewandelt wurde. Ich bin mit Francesca vom Verein We Share verabredet. Francesca, können Sie kommen? Ein unglaublicher Ort. Ja. Wer arbeitet hier? Journalisten, freiberufende Architekten, aber auch Start-ups. Bitte? Start-ups. Start-ups, aha. Das sind junge Unternehmen, Start-ups. Und die sitzen alle hier? Ja. Da oben sind unsere Freunde von Stempel und der Raum von WeShare, unserem Verein, ist dort. Das sind Sie? Ja. Sie erfinden die Arbeit neu, richtig? Unter anderem versuchen wir täglich anders zusammenzuarbeiten. Ich habe vorhin eine Küche gesehen. Richtig, das ist das sogenannte Food Lab. Food Lab? Es gibt unterschiedliche Projekte, die jeden Tag etwas für die Leute kochen, die hier arbeiten. Hallo, setzen Sie sich hier hin. Bitte, Arthur. Hallo. Hallo. Hier ist es wie in einem Haus. Sie arbeiten hier, essen hier, schlafen Sie auch hier? Manche schlafen da oben. Ja. Da gibt es eine kleine Wohnung und manchmal schläft jemand dort. Schlafen Sie? Ja, ich schlafe hier. Sie schlafen da? Ja. Okay. Entschuldigung. Hier vibriert es vor Energie, gleichzeitig ist die Situation dieser jungen Menschen prekär. Was halten Sie von der Idee eines Grundeinkommens für alle, das den Unterhalt auf Lebenszeit sichern würde? In unserer Sendung geht es um das Grundeinkommen. Wäre das für Sie eine gute Lösung? Die Festanstellung war gut, denn sie hat Sicherheit gegeben. Man hatte ein Einkommen und konnte die Zukunft ein bisschen planen. Du konntest Pläne machen, weil du wusstest, dass du in 6 Monaten oder einem Jahr so und so viel Mindestlohn oder sogar mehr hast. Wenn jeder sich freiberuflich durchschlägt, gibt es kein regelmäßiges Einkommen mehr. Ein Mindesteinkommen könnte hier Abhilfe schaffen. Ein Mindest- oder ein Grundeinkommen? Ein Grundeinkommen. Es würde eine stabile Basis schaffen und den Leuten Freiheit geben. Ich halte das für eine sehr gute Idee. Geht man in die technischen Details, gibt es eher rechte und eher linke Versionen des Grundeinkommens. Ersetzt es in gewissen Punkten die soziale Absicherung oder ergänzt es diese? Aber das sind Details. Der Umsetzung. Genau das machen wir im Anschluss. Danke, dass Sie uns bei WeShare empfangen haben. Ein schöner Ort. Und nun zu unseren Korrespondenten in Europa, denn die Ideen sind von Land zu Land verschieden. Hören wir dazu unsere Korrespondenten. In Spanien haben alle linken Parteien das garantierte Mindesteinkommen in ihrem Programm. Nur Podemos wagt sich vor und fordert das Grundeinkommen. Die linksradikale spanische Partei schlug zuerst vor, jeder Bürger solle 600 Euro im Monat erhalten, unabhängig von dessen Alter und Einkommen. Daraus wurde im Lauf der Wahlkämpfe das Versprechen einer Unterstützung von 600 Euro für Haushalte ohne Einkommen sowie von Lohnzuschlägen für alle, die weniger als 900 Euro im Monat verdienen. Auch Iglesias Partei fordert mittlerweile ein garantiertes Mindesteinkommen und setzt hierfür 15 Milliarden Euro im Jahr an, 1,5% des BIPs. Fast 8 Millionen Menschen könnten von dieser Maßnahme profitieren. Wie wäre es, 800 Euro im Monat zu verdienen, ohne dafür zu arbeiten? Vielleicht ist dies in Finnland bald der Fall. Die Regierung erwägt, Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, BAföG oder Familienzulagen durch ein bedingungsloses Grundeinkommen zu ersetzen. Befürworter eines solchen Grundeinkommens sind die Oppositionsparteien Linksbündnis und Grüner Bund. Sie wollen sämtliche erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen für Sozialleistungen vereinfachen. Mittlerweile unterstützt die rechte Regierung diese Idee. Das Grundeinkommen soll 2017 in einer Region Finnlands getestet werden. So will man erfahren, ob das Geld die Menschen faul macht und ob der Betrag ausreicht, um weitere Leistungen streichen zu können. Grundeinkommen, ein Ausweg aus der Krise? Axel Tardieu hat in Deutschland und den Niederlanden recherchiert.
Ganz Europa spricht vom Grundeinkommen, doch ein Mann hat es eingeführt. Wir sind im Berliner Stadtteil Kreuzberg in den Büros des Projekts Mein Grundeinkommen, gegründet von Michael Bohmeier. Das ist das Team von Mein Grundeinkommen, zumindest ein Teil davon. Seit Juli 2014 sammelt sein Team Spenden über eine Internetplattform, um damit das Experiment Grundeinkommen zu finanzieren. Da sehen wir hier, 30.000 Menschen haben bereits Geld gegeben und damit 25 Grundeinkommen finanziert. Momentan sammeln wir das 26. Mal 12.000 Euro. Der Empfänger der Summe wird ausgelost und erhält ein Jahr lang 1.000 Euro monatlich ohne Gegenleistung. Ja, wir sehen hier, dass Simal hat als letztes gespendet, weil er oder sie glaubt, dass man mit Grundeinkommen kreativer ist und mehr Lebensenergie hat. Das glaubt auch Michael, der mit diesem Projekt eine Debatte anstoßen will. Also ich glaube, man braucht so ein bisschen die Freiheit eines Grundeinkommens, damit man sich wirklich die Frage stellen kann, was kann ich am besten zur Gesellschaft beitragen und nicht welchen Job muss ich annehmen, damit ich irgendwie überleben kann. In wenigen Stunden werden 5 neue Grundeinkommen verlost. Die Zeremonie findet in einem Theater in Berlin-Mitte statt. Auf der Bühne Michael und ein Glücksrad, um unter den 66.000 Kandidaten die glücklichen Empfänger auszulosen. Im Saal 300 Schaulustige und Astrid, die letzte Gewinnerin. Sie hat gerade ihre erste Überweisung erhalten und will das Geld in ihre Fortbildung investieren. Ich will das Geld in meine Arbeit investieren und eine Fortbildung machen, damit ich in meiner physiotherapeutischen Arbeit professioneller werde. Sie wird die Gewinnerlose ziehen. Alle 5 Preisträger des Abends haben Projekte, Reisen, ehrenamtliches Engagement, eine Karriere als Künstler oder Biolandwirt. 2016 erhalten sie monatlich 1.000 Euro zusätzlich zu ihrem eventuell vorhandenen Einkommen. 300 Kilometer weiter, in der Nähe von Hamburg, lebt Joshua, 25. Er wurde letzten April ausgelost. Von der Aktion erfuhr er im Internet. Und Joshua würde mit Grundeinkommen an einigen Projekten arbeiten, also in Klammern programmieren / schreiben und ein bisschen durch die Welt reisen. Dabei wünschen wir dir viel Erfolg. Alles Gute, Joshua, zum 10. Grundeinkommen. Dann war die Freude groß und mir wurde gratuliert und so. Das war ganz schön. Zumal Joshua gerade sein Informatikstudium geschmissen hat. Das Einkommen verschafft ihm Zeit nachzudenken. Er macht jetzt Sport, liest viel und er hat eine Software entwickelt, die in Echtzeit die Texte von Liedern erfassen kann. Früher fehlte einem einfach die Zeit dazu. Also durch die Arbeit, wenn man nach Hause kommt und völlig erschöpft ist, die Energie dann noch zu haben, sich hinzusetzen und was zu lernen, sich weiterzubilden, das fehlt einem dann meistens. Ja, seitdem ich das Grundeinkommen beziehe, weiß ich mehr, in welche Richtung ich gehen will. Ich will auf jeden Fall was mit Schreiben oder Programmieren machen. Überall in Europa verbreitet sich die Idee des Grundeinkommens. Während in Deutschland Michael Bohmeier das Projekt erprobt, befassen sich in den Niederlanden die Politiker mit der Idee. Dieser Ökonom hat es mehreren niederländischen Städten vorgeschlagen. Anfangs handelt es sich dabei um ein Mindesteinkommen für die Bedürftigsten, die durch die vielen administrativen Hürden abgeschreckt sind. Wie komme ich bis ans Monatsende? Wie erfülle ich die erforderlichen Bedingungen? Wie verliere ich meine Leistungen nicht? All dies hindert die Menschen, langfristig zu denken. Diese Kurzfristigkeit blockiert sie, erzeugt Stress. Wer glücklicher ist und gesünder, der ist auch produktiver. Und das ist gut für die Wirtschaft. 50 Gemeinden zeigen Interesse. 4 warten nur noch auf die Bewilligung der Regierung, darunter Tilburg, die 6. Stadt des Landes. Ralf Embrechts arbeitet seit 12 Jahren in Projekten für benachteiligte Stadtteile. Hier leben viele Arbeitslose, Leute, die ihren Job verloren haben und Jugendliche ohne Abschluss. 40% der Einwohner in diesen Vierteln leben unterhalb der Armutsschwelle. Wir sind hier im Gemeinschaftsgarten Pioshaven. Ich möchte Ihnen 2 fleißige Menschen vorstellen. Hallo, was gibt's Neues? Das ist Roland. Das ist Paula. Die Arbeitslosen betreiben ehrenamtlich einen Gemeinschaftsgarten. Im jetzigen System würde ihr karger Lohn vom Arbeitslosengeld abgezogen. Keine besonders gute Motivation. Ich bin in einer Sackgasse.
Was würden Sie mit einem Grundeinkommen machen? Ich würde gerne in der Landwirtschaft weiterarbeiten. Ein paar Stunden bezahlte Arbeit auf einem Bauernhof zum Beispiel. Das würde mich glücklich machen. Und auch mehr einbringen, denn die paar bezahlten Stunden würden sein Mindesteinkommen ergänzen. Wird die Stadt für das Experiment ausgewählt, erhalten Paula und Roland mindestens 3 Jahre lang etwa 1000 Euro im Monat, zusätzlich zum Lohn für ihren Nebenjob. Eine benachbarte Stadt möchte mit dem Experiment 100 Arbeitslosen 2 Jahre lang mit 1000 Euro monatlich unter die Arme greifen. Die Hälfte von ihnen darf einen Teil hinzuverdienen, die andere Gruppe wird nur vom Verwaltungsaufwand befreit. Wir wollen anhand beider Gruppen sehen, was dieses Experiment bewirkt. Wenn Menschen aus dem System der Arbeitslosigkeit herauskommen, was passiert, wenn wir ihnen die Freiheit geben, ihre eigenen Pläne zu verfolgen und sich wieder einzugliedern? Sie sollen Projekte verwirklichen können, die ihnen am Herzen liegen, die sie aber nicht angehen konnten. Denn dafür brauchen sie eine gewisse Sicherheit und Unabhängigkeit. Wir hoffen alle auf positive Ergebnisse. Das Mindesteinkommen für die Bedürftigsten könnte auf die ganze Bevölkerung ausgeweitet und zum Grundeinkommen werden. In den Niederlanden unterstützen Sozialdemokraten und Liberale die Idee. Größte Gegner sind die Konservativen und die Gewerkschaften. Aldert Bohnen vertritt die größte Arbeitergewerkschaft. Er hält das Grundeinkommen für eine teure Form der Prekarität. Das Grundeinkommen kann sehr teuer werden. Bis zu über 100 Milliarden Euro. Es muss also erst mal finanziert werden. Das würde eine Reduzierung des Arbeitslosen- und Krankengelds bedeuten. Zudem besteht ein hohes Risiko, dass ehrenamtliche Tätigkeiten zunehmen, zu Lasten von bezahlten Tätigkeiten, von echten Jobs. Der Gewerkschafter bevorzugt die Stärkung traditioneller Lösungen, mehr Arbeitslosengeld oder höhere Mindestlöhne. Bis Ende 2016 jedenfalls könnten 4 niederländische Gemeinden die ersten europäischen Versuche zum Grundeinkommen starten.